So, ihr Lieben, wir haben ein wunderschönes Automobil, was von den Zuschauern und Zuschauerinnen hier gewählt wurde. Und zwar ein Nissan Skyline R34. Wunderschönes Automobil. Unter anderem aus The Fast and the Furious bekannt, aber auch, weil es einfach eine JDM-Legende ist. Und ich werde einen Teufel tun, hier einen neuen Motor einzubauen. Das habe ich mal in Forza Horizon 3 gemacht mit einem Dodge Charger. Da habe ich einen V12 eingebaut. Und da wurde ich in den Kommentaren angeschnauzt, wie ich das denn wagen könne, ein so legendäres Auto mit einem so schlimmen Motor zu verhunzen. Obwohl eigentlich zugegebenermaßen mein Ziel war, und das habe ich auch so gesagt, aber manche Leute hören halt meist nicht zu, dass ich das Auto möglichst schnell hinbekommen möchte. Ah. Den Standard-Heckspoiler finde ich tatsächlich nicht ganz so schön. Entweder ohne Heckspoiler oder halt ein Spoiler in der Richtung. Ich nehme mal den von Top Secret hier rein. So. Hier finde ich tatsächlich... Ah, warte mal, Top Secret hat hier nochmal so die Extra-Dinger an der Seite, ne? Ja, gefällt mir nicht ganz so gut wie das von Nismo. Haben wir vorne auch Nismo? Nee. Haben wir Top Secret drin? Krass, okay. Ach, Juden habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich dachte, das wäre das Standard-Forza-Ding. Ja, passt halt nicht zum Auspuff-Endrohr, ne? Zu den Endrohren. Finde ich nicht ganz so schön. So, und jetzt hier nochmal. Boah, es ist anhand des Musters auch ein bisschen schwer zu erkennen. Nehmen wir. Nehmen wir. So, ansonsten, ihr Lieben. Wir wollen heute die Street-Racing-Szene hier aufmischen. Deswegen müssen wir auch ganz gut auf Grip bauen. Grip ist aber auch nicht das Wichtigste in der Street-Racing-Szene. Soll ich größer? Ein Zoll größer vertragen die Felgen. Ja, machen wir 19er drauf. Ja, und dementsprechend brauchen wir ein bisschen Grip. Aber insbesondere halt auch einfach mehr Leistung. Weil das ist bei den Rennen dann immer ziemlich wichtig. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was die Vorlage in Fast and Furious zu verfolgen hatte, wie die aussahen. Nehmen wir dann nach persönlichem Geschmack welche. Man muss ja auch immer so ein bisschen Eigenes in die Vision mit reinbringen. Die finde ich zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ich finde, die passen ganz gut auf den Skyline. Ah, wobei. Ach, so finde ich den eigentlich auch echt schick. Nehmen wir. Nehmen wir so. So. Volk TE37 Felgen waren das wohl. Das kann gut sein. Ja. Okay, warte mal, ich tune erstmal den Motor, weil so wie ich das in den letzten ein, zwei Tunings hier und da mal mitbekommen habe, ja, hängt es auch primär davon ab, was für ein Getriebe man hat, was für eine Motorleistung du hast, weil das Getriebe natürlich mit der Motorleistung umgehen muss. Keine Ahnung, wenn das Getriebe darauf ausgelegt ist, dass dein Auto 100 PS hat und du hast dann plötzlich 800 PS drin, dann ist natürlich auch klar, dass das Getriebe irgendwie nicht mehr ganz übereinstimmt mit dem, was du hast, ne? Das ist in der Formel 1 übrigens was sehr Weirdes, dass man da tatsächlich sagt, ja, Getriebe darf nicht geändert werden. Ich glaube auch, weil Kosten sparen damals. Weiß ich nicht. Könnte man mittlerweile halt, finde ich, auch einfach mal wieder erlauben. Wobei, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir bei F1 auch, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass manche Sachen einfach so speckmäßig gemacht werden. Also, dass du sie nicht groß ändern kannst. Okay. Also, was die Werte hier angeht, sind die meisten Sachen super entspannt. Wir gucken uns mal ganz kurz die Leistungskurve an. Wie entwickeln sich Drehmoment und Leistung? Ja, okay, also ist eigentlich schon relativ entspannt. So bei 7, 8 würde ich sagen, kann man dann in den nächsten gehen. Sieht eigentlich relativ gut aus. Wir gucken mal, wie das mit dem Abtrieb... Ach, ich vergesse immer wieder, dass du hier im... Menü ja auch schon die Fahrzeuge aufheulen lassen kannst. Ja, wir gucken einfach mal, wie das Auto geht.
In den Kurven dürfte es ja eh kein großes Problem sein. Da fehlt vielleicht hier und da ein bisschen mal der Abtrieb. Aber ansonsten, Street Racing Szene. Wir setzen uns das Ziel an. Diesen Punkt wollen wir hinreißen. Und wir haben nochmal einen Super Wheel Spin. Den machen wir direkt auch auf. Schulglocke. In 100 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, und das nächste Auto, was wir fahren werden, das kann ich jetzt schon mal verraten, wird der RX-7 sein. Der wurde ja auch schon gemountet. Mit dem geht es dann an den Start. Ich muss mal ganz kurz eine Sache checken. Haben wir die richtigen Einstellungen? Ja, ist auf 60 FPS begrenzt. Das heißt, heute sollten wir eigentlich keine Framerate-Issues haben. Links abbiegen. Ja, ich habe auch ein paar Clips aus Fast and Furious. Hier, Too Fast and Furious angeschaut. In 400 Metern rechts abbiegen. Natürlich, irgendwo haben die alle einen gewissen kleinen Trash-Faktor, die alten. Aber war auch sehr lustig. Die geilste Szene ist halt legit die, wo die in die Garage reinfahren, um die Polizei abzuhängen und um ganz neue Autos zu haben quasi. Und dann kommen halt diese ganzen Tuning-Autos raus von quasi ganz Miami. Und das ist so geil. Ach, das Skyline hatte ich schon fotografiert. Echt? Okay. Das wusste ich gar nicht. Scharf links abbiegen. Allradantrieb und trotzdem ist aber bei niedrigen Geschwindigkeiten ein bisschen biestig, der Kleine hier. Ja, in der Spitze schafft er safe 300, oder? Öffnen wir mal kurz das Tuning-Menü, gucken wir mal. 336. Ei. So viel hätte ich dem jetzt auch nicht gegeben, weil bei 280 oder so gehst du dann halt schon in den siebten. Der ist tatsächlich auch relativ... Also am Ende flacht er die Leistungskurve dann doch schon ganz gut ab. Beziehungsweise senkt sich dann halt auch ab, ne? Nice, der hat den CLK GTR vorzeitig gezogen. Nice. Das ist geil. So, Schwierigkeitsgrad. Wir machen mal von unschlagbar auf Profi. Da ich am Anfang ja nie einschätzen kann, wie gut die jeweiligen Autos sind. Ich möchte am Anfang nicht frustriert werden. Bin mal jetzt auf die Beschleunigung gespannt. Und Saline S7. War das 50 Cent, wo der Saline mal in einem Clip vorkam? Candy Shop? Now they're a fucking bunch of blindcoats. Alter, der geht super gut durch die schnelle Kurve. Okay. Musst du trotzdem aufpassen. Also Trailbreaken ist, glaube ich, in Forza echt, in dem aktuellen Ableger, schwierig. Beschleunigen in schnellen Kurven ist auch schwierig. Am besten lässt das Auto so ein bisschen in die Kurve rein gleiten. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Und Toast Hawaii, vielen, vielen Dank für den 8. Monat mit Prime. Merci, mein Lieber. Nö, du zwängst dich da nicht rein. Also das ist aber auch so ein generelles Problem in Forza Horizon 5. Das habe ich auch hier schon ein paar Mal im Chat dann gelesen. Und selbst tue ich mir auch hin und wieder ein bisschen mit schwer noch, dass das Auto in der Kurve halt einfach ein bisschen unruhig wird. Wie gesagt, nicht ganz in die Kurve reinbremsen, sondern wirklich das Trailbreaken auf ein Minimum reduzieren. Das hilft dann, dass ihr die Stabilität reinkriegt. Dann holt ihr wahrscheinlich auch nicht die maximale Performance zwar raus, aber dafür seid ihr relativ sicher durch, so wie hier zum Beispiel jetzt. Sobald ihr beschleunigt, untersteuert das Auto ganz gut. Es sei denn, ihr bringt die Traktion nicht auf die Strecke, dann übersteuert ihr und müsst dann korrigieren und dann untersteuert ihr. Im Ergebnis dasselbe. So, jetzt über 300. Rein da! Da
wollte die KI wieder dive bomben, ne? Flasche usen. Aber wir kamen richtig gut nach vorne. Also das Skyline ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Wenn ich hier von Anfang an schon gut gefahren wäre, dann hätten wir hier mit Sicherheit das Podium besuchen können. Vielleicht wären wir sogar auf der 1 gewesen. Podium gibt es übrigens eine lustige Story. Ein Candy Shop Video gibt's in Rot. Danke dir. Straßenracer zu besiegen oder um mit diesen ultimativen Fähigkeitsketten anzugeben. Die haben sie umgehauen. Z4 Roadster ist ein cooles Auto, damit man nebenbei ein bisschen Cash machen kann. Gucken wir gleich mal wie. Zum Podium gibt's übrigens eine sehr lustige Story. Und zwar gibt's ja bei der Formel 1 das Format Grill the Grid, wo die Fahrer Fragen gestellt bekommen und da ist einmal Sir Jackie Stewart, Ex-Fahrer und Weltmeister, auch mal gefragt worden, wer hat denn dich bei deinem ersten Podiumsbesuch, also wer war da dabei? Und dann sagt er, ja, niemand, weil damals gab es halt so gesehen das Podium für drei Fahrer nicht, sondern nur der Sieger war auf dem Podium. Das war so geil. Dann haben die Frage korrigiert, so, ja, wer ist in den Top 3 gewesen mit dir? Ist einfach so eine gute Story. Beziehungsweise die Antwort ist einfach super. Aber es ist halt auch einfach true. Und jetzt springen wir! Oh, Brian, du bist doch verrückt! Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Auch eine lustige Szene, wo die mit dem... Was sind die mit dem Camaro auf das Schiff gesprungen? In 100 Metern. Ich muss ja sagen, was so Musikvideos angeht, weil ich habe ja auch gerade Candy Shop angesprochen. Ich finde in How We Do von The Game und 50 Cent die Szene super geil, wo die mit, ich glaube mit dem Cadillac Escalade ist es, durch die Stadt fahren mit Flügeltüren das Auto, natürlich. Was denn sonst? Und die haben nicht nur einfach Flügeltüren an dem Auto, sondern die haben die offen bei der Fahrt. Und das ist einfach so geil irgendwie. Ich finde die Szene so... irgendwie weird. Irgendwie krass, aber irgendwie auch geil. Wie ist er schon Level 119, fragt Sandro. Ich habe in den ersten 48 Stunden, die ich das Spiel jetzt... gespielt... die ich das Spiel jetzt... Oh Gott, ich formuliere das um. Ich habe innerhalb von 2 Tagen 25 Stunden gestreamt, sagen wir es so. Das ist mehr als die Hälfte meiner Lebenszeit seit Donnerstag 12 Uhr. Und ich konnte ein bisschen vorab schon mal loslegen, weil das mit Creator teilweise so ist. Na komm, warte mal. Selbst die KI verbremst sich. Alpha! Mach mal... geh mal ins Alpha Bootcamp von Collar hier. Dann wirst du sicher auch rechtzeitig bremsen können. Muss ich auch hin. Da ist der Charger, Hashtag Familie. Maximal unlucky. Moin Philipp, danke dir. Ehre.
Warum zeigt einem die Ideallinie an, dass man hier innen anfahren soll? Hier kommen wir bis zuletzt gut ran. Wenn die hier fünf anbremsen müssen, dann kommen wir vielleicht nochmal gut. Ah, nee, nochmal gut ran, aber nope, müssen sie nicht. Hey, Mini-Hund! Mal her, wir haben eben noch von dir gesprochen. Es geht, komm. Komm her. Komm! Mein kleiner Hund Kimi möchte zwar einerseits rüberkommen, andererseits möchte er aber auch nicht zu dem Controller mit Vibration. Weil der ihm ein bisschen Angst macht. Keine Sorge. Alles gut. Komm her. Mini-Hund. So, der Controller hat jetzt keine Vibration mehr. Alles gut. Kannst ganz entspannt hier sitzen bleiben. So. Was habe ich für einen Hund? Es ist ein Ruskitoi, nennen die sich. Ein russischer Toy-Terrier. Bei nächster Gelegenheit. Alias, ein Spielzeug-Terrier. So, fahren wir noch ein Rennen hier mit dem Kollegen. Aber ansonsten kann ich sagen, Skyline fühlt sich gut an. Ich bewerte das jetzt natürlich immer alles ohne Setup-Anpassung, ne? Das ist ja eh vorausgesetzt. Ich glaube, bei dem Auto können sich manche auf den Schlips getreten fühlen. An für sich gutes Auto, aber gehört jetzt aber tatsächlich auch nicht in die Top 5 der Autos, die ich bisher gefahren bin in dem Spiel, von dem, wie es mir gefällt. Oh, Fähigkeitslied. Einmal schnell nochmal 10 Kombo nochmal mitnehmen. Hoho! Knappe Kiste, Lili. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. So, nice. Oh no, warte mal. Doch, das wird mir angerechnet. Ehre. Also wenn du in einem Event beitrittst, dann wird es dir noch angerechnet. Gut zu wissen. Oh, wir haben Wheelspin dadurch beigeschaltet, dass wir das Level Up haben und 100.000. Nicht schlecht. So, rein ins Rennen. Hey, Mini-Hund, bist du müde? Bist du müde, Mini-Hund? Leg dich hin. Ganz entspannt. Was ist meine Top 5 bis jetzt? Der Alpine, Ferrari Pista, M3 GTR. Boah, zugegebenermaßen. Mindestens eine der beiden Viper, wenn nicht sogar beide. Weiß nicht, ob ich was vergessen habe oder nicht, aber... Die 5 sind auf jeden Fall grandios bisher.
deinem Lenkrad? Nö. Ich glaube, sieht man gerade ganz gut, dass ich mit dem Lenkrad spiele. Genau, Dive Bomb in die komischste Stelle rein, wo du Dive Bomben könntest. Come on. Ein Rennen gewinnen. Für Paul. Untersteuern! War natürlich nicht geplant, ihr Lieben. Das Untersteuern. Schön am Entry müssen quer gegangen, dafür der Exit super gerade gewesen. Oh. Ja, man merkt es aber, solange du nicht am Apex, sobald du nicht am Apex parkst, ist es halt echt unangenehm, wie untersteuert das hier wird. Minihund, leg dich doch hin. Leg dich zu. Der ist immer so geladen irgendwie. So. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel Skyline ab. Cooles Auto. Macht Laune. Und competitive ist ja auch ganz gut. Und als nächstes kommt der RX-7.